Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ich dachte, ich fange jetzt mal hier im Pausenmenü an, um euch diese wunderschöne Kantenglättung der Schatten zu zeigen hier. Super, wunderschön. Gut, dass Enderal sich gedacht hat, packen wir mal keine standardmäßige HD-Schattentextur-Mod drauf. Super Idee. Macht das Ganze sehr atmosphärisch hier. Okay, wo waren wir zuletzt? Natürlich, ist egal. Moment, erstmal können wir jetzt klauen. Erstmal den super netten kleinen Jungen beklauen. Los, rauf mit dir. Gib mir all das Geld. Gib mir all sein Geld. Seine Ersparnisse, die er wahrscheinlich kranken Kindern, kranken, mittellosen Kindern ohne Eltern schenken wollte. Ich klaue sie jetzt. Ein Lebkuchenhaus. Wie gut ist das denn? Noch was, was ich klauen kann? Denke nicht. Schmetterlinge im Glas, vollkommen uninteressant. Alles klar, wir folgen. Ist übrigens schöne Musik gerade wieder im Hintergrund. Auch im Ladescreen setzt die sich jetzt fort. Ich habe jetzt mal noch 30 Frames runtergestellt. Von den 60. Hab's dann endlich mal auch geschafft. Ich hoffe, das ist besser. Ja, der gute Ladescreen, ne? Da ist er wieder. Ich habe auch komplett vergessen, was wir jetzt machen sollen. Ach nee, wir sollen dem Jungen drei Wünsche erfüllen. Das wird ja lustig. Guter Ladescreen, gar nicht lang. Wo ist er hin? Ach stimmt, wir sollen ihn da hinten treffen, ne? Da steht er. Machen wir auch mal direkt. Können wir die Quest verfolgen? Ist doch verfolgt, warum sehen wir das nicht? Ach so, doch da. Ich bin zu blöd. Ui, ich komme. So, was können wir jetzt machen? Gut, einmal noch. Der linke Schalter bestimmt die Geschwindigkeit und das Flugmuster. Und der rechte setzt die Kugel in Bewegung. Was? Alles verstanden? Hab ich. Danke, Papa. Du bist echt der beste Vater, den man sich wünschen kann. Und du der beste Sohn, kleiner Rackadu. Aber schau mal, wer gekommen ist. Ich lasse euch beide jetzt erstmal allein. Voll idyllisch. Nicht vergessen, lenkt die Kugel niemals in Richtung des Dorfes. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemandem was passiert. Viel Spaß euch beiden. Hey, du bist ja richtig schnell gewesen. Und, bist du soweit? Es wird richtig lustig, versprochen. Okay, wir spielen jetzt hier, wie heißt das Spiel nochmal, was die Jäger immer spielen? Also so Leute, nicht Jäger, aber sowas spielen ja Leute mit Waffen auf jeden Fall, muss man ja, weil man normalerweise nimmt man dafür eine Jagdbüchse oder irgendwas und schmeißt so einen Teller hoch und dann, oder eine Frisbee und die wird dann weggeballert. Ja, bin ich. Was sollen wir denn tun? Ja, ist doch logisch. Der schmeißt eine Kugel hoch und wir schießen. Einen Bogen. Also, eigentlich ist es ganz einfach. Kannst du einen Bogen benutzen? Logen. Könnte man sagen. Ich wusste es. Großartig. So, jetzt schau her. Okay. LOL. Tada! Ist sie nicht großartig? Das ist eine Sternlingsphäre. Fatih hat sie hinten bei der alten Ruine am Strand gefunden und sie nur für mich wieder zusammengebaut. Alter! Und angeblich ist sie richtig alt. Und viel wert. Sternlinge haben sie damals benutzt, um ihren, wie nennt man das, ihren Armbrustschützen das Zielen beizubringen. Toll, oder? Super. Stirnrunzel, beeindruckend, ja. Und du sagst, dein Vater hat sie einfach wieder zusammengebaut. Sternlingstechnik ist doch normalerweise unglaublich komplex. Ja, was machen ich wir? Ich weiß, aber Fatih kann sowas. Immer wenn ich irgendwas zerbreche, baut er es gleich wieder zusammen. Er ist wie ein Zauberer, sage ich immer. Vielleicht ist das Geheimnis hier nicht der Junge, sondern tatsächlich der Vater. Und... Was genau willst du, dass wir mit der Kugel tun? Ja, was wohl? Wir werden sie natürlich ausprobieren. Grenzdebiler Wichser bin ich. Machen,
Aber Papa sagt, dass ich noch zu jung bin, um einen Bogen zu halten. Aber das bist du ja nicht. Also, mein erster Wunsch ist, dass du mit mir die Kugel ausprobierst. Klingt machbar. Ganz einfach. Du nimmst dir den Bogen da und ich lass die Kugel fliegen. Wenn sie dann erstmal in der Luft rumfliegt, musst du sie mit Pfeilen treffen, bevor sie wieder landet. Ah ja, und schießt erst, wenn die Kugel sich geöffnet hat. Das ist wichtig. Also, alles klar soweit? Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Und dann mache ich sie schneller und wirrer. Bist du bereit? Okay. Eine Frage noch. Was hast du davon? Ich dachte, nein, mich gemeint sein zu dem armen Jungen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles verstanden habe. Könntest du nochmal wiederholen? Ich habe tatsächlich jetzt nicht zugehört, wann wir schießen sollen, wann sie aufgeht. Also, du nimmst den Bogen und ich lasse dann die Kugel. Blablabla. Versuchst du sie, solange sie offen ist, so oft wie möglich mit Pfeilen zu treffen. Später machen wir die Bewegungen alles klar, hab ich verstanden. Komplizierter. Prima. Es braucht dir nicht peinlich sein, wenn du die ersten drei Runden nicht triffst. Wir können es so oft spielen, wie du willst. Also, nimm den Bogen da, dann schalte ich die Kugel an. Kann ich nicht mit meinem Bogen spielen? 50 Übungspfeile. Übungsbogen. Mach dich bereit. Übungsbogen und Pfeile. Jetzt muss ich das erstmal equippen, oder was? Übungspfeile. Oh, die machen tatsächlich Schaden. Wo ist der Übungsbogen? Übungsbogen. Das war's? Großartig. Junge, bleib doch mal stehen. Der saß. Ja, das war toll. Ja, das. Wie soll ich denn das predikten, wenn die noch schneller ist? Der saß. Muss ich ja mitlaufen. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Das macht so viel Spaß. Schneller. Mach dich bereit. Eins, zwei, drei. Der saß. Boah, aber der fliegt dasselbe Muster, oder? Der saß. Ja, das war toll. Ja, das war toll. Großartig. 10 Treffer. Treffer! Jetzt habe ich natürlich 60 Frames in der 30 Frames Aufnahme. Fick dich doch, Spiel, ey. Boah, das war schnell. So, schalten wir sie nochmal schneller. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, und los. Drei. Los, flieg, flieg. Nice, sag ich direkt gut. Alter. Muss warten, bis sie die Richtung wechselt. Shit. Der saß. Nimm mehr. 15 oder was hatte ich jetzt? 14, 15? War gut? Zufrieden mit mir? Jetzt. Daran. Boah, das war unglaublich. Ha! Du bist ein wirklich toller Schütze. Lach ich doch. Weißt du das? Ich wette, die ganzen bösen Leute haben richtig Angst vor dir. Wie sieht's aus? Willst du es nochmal probieren? Vielleicht triffst du ja diesmal noch mehr. Eigentlich nicht. Ich denke, das genügt erstmal. Das ist ziemlich anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Aber du hast das wirklich toll gemacht. Dankeschön. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Ich sag Papa jetzt erstmal, dass wir fertig sind. Komm einfach wieder ins Haus. Dann sage ich dir meinen zweiten Wunsch. Und ich despawn jetzt die... Habe ich jetzt die ganze Zeit die Übungssachen im Inventar? Ich die Sphäre mitnehmen? Ich will sie haben. Oh, wie's Renderlo. Jetzt gibt er Gas. Wette, ich bin schneller. Abkürzung. Los. Ei. Komm schon. Hoch mit dir. Easy. Ich weiß nur nicht mehr, welches Haus das war. Das hier? Das hier? Das. Silberhain Gellershaus. Nein. Das hier. Da ist er. Dann hat das alte Ding tatsächlich noch funktioniert.
Ich hätte es fast nicht geglaubt. Aber geht einfach ins Zimmer. Reneus wartet dort auf euch. Ich glaube ja, wie gesagt, das ganze Level, da ist irgendwas dran. Also, das ganze Spiel, irgendwas dran. Dass wir alles träumen, alles eine Illusion ist, irgendwie sowas. Ruhig jetzt, hör auf zu springen. Mann, das hat wirklich Spaß gemacht. Oh ja, es macht so viel Spaß hier. In Silberhain macht alles so viel Spaß. Niemand hat hier Hunger und alle Menschen sind nett zueinander. Ja, das ist ziemlich komisch. Jetzt könntest du doch hier bleiben. Oh nein. Papa und die anderen würden dir sicherlich helfen, ein kleines Häuschen zu bauen. Und dann könnten wir jeden Tag was miteinander machen. Ja. Oh, ich verstehe. Naja. Vielleicht später. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich mir als nächstes von dir wünschen werde. Willst du es hören? Nö, aber hau raus. Also. Du weißt ja schon, dass ich Schmetterlinge sammle, um sie abmalen zu können. Ich habe fast jede Sorte, die hier im Tal herumflattert. Bis alle tot. Eine, nämlich den Mondscheinfalter. Und mein Wunsch ist es, dass wir zu zweit genau solche suchen gehen. Zu zweit ist okay, dann habe ich nämlich, glaube ich, kommen weniger Monster. Und gegen Monster haben wir keine Chance. Sie sind unglaublich schön. Ihre Flügel sind schwarz und blau und schimmern im Sonnenlicht wie... wie Meereskristalle. Du heißt sie nicht Sonnenscheinfalter? Sind sie auch sehr klein, weshalb man sie nur sehr schwer mit den Augen sehen kann. Aber Malphas sei Dank kenne ich da einen kleinen Trick. Augen zumachen. Ganz einfach. Man muss mit Augen und Ohren zusammensuchen. Ah, natürlich. Mondscheinfalter haben ein ganz komisches Brummen, wenn sie herumflattern. Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn du die Augen ein Stück zumachst und ganz angestrengt lauschst, wirst du sie erkennen können. Und wenn du einen gefunden hast, musst du ihn ganz vorsichtig einfangen und in eines der Gläser stecken. Ich gebe dir mal 15 mit, aber wenn du 7 Schmetterlinge findest, ist das auch schon genug. The fuck? Ja, am besten suchst du auf der Mondscheinwiese. Du hast doch so eine Karte, oder? Ich zeichne sie dir schnell ein, die Wiese. So. So. Und ich bleib hier in Silberhain. Treffen wir uns einfach vor der Schenke zum schweigenden Mond wieder. Also, viel Erfolg. Gut, dass du so viel Arbeit machst. Ist ja hier echt, ey. Unglaublich. Diese Jugend. So, wo ist der Quatsch? Ist doch gar nicht so weit. Okay, gehen wir mal gucken. Mondscheinwiese. Irgendwelche Schmetterlinge suchen, wenn ich die Augen zumache. Sonst ist alles klar bei dem. Irgendwo hier. Da vorne. Hat der jetzt die Augen zu, der Charakter? Das wäre witzig. Da! Hey! Hab einen. Scheiß muss ich hier machen, ey. Das ist ja wie eine Anfängerquest in einem Rollenspiel. Sammle 7 Schmetterlinge. Ach. Die brummen übrigens überhaupt nicht. Hab dich. Ist das eine? Tatsache. Die sind echt schwer zu sehen. Bereits 7 gefangen. 15 fangen. Sag mal, ist der bescheuert? 15 sind alle dann, ne? Ich sehe ja schon jetzt keine mehr. Die sind doch bestimmt überall verteilt. Im ganzen... Irgendwo hier bestimmt so hängen welche ab. Bestimmt so in dem ganzen, nicht beleuchteten Teil, wollte ich gerade sagen. In dieser ganzen Oase hier werden die überall sein. Da hinten. Hab dich, hab dich. Da hinten. So.
Was gibt's denn hier? Bananen! Bananen! Hier habe ich 11, jetzt Teaser durch. So, das muss natürlich jetzt immer ab und zu stehen bleiben und genau gucken. Das tut mir dann leid. Ja, die sind wirklich gar nicht so einfach zu sehen. Huh! Hier. 12. 3 Stück noch. Da rechts sehe ich einen und hier links auch. Nein! Ich häng fest! Ab dich! Ja, warte. Hier war noch einer. Da. Wie viel habe ich? 14? Einer noch. Was ist das denn da? Gold? Nicht die blöde. So. So, den letzten noch. Den finden wir ja wohl. Jetzt sind wir wieder auf der Lichtung. Komm schon, willst du mir jetzt sagen, den letzten finde ich nicht? Das ist eine Ehrensache, dass ich den finde. Hallo, toter Panther. Hast du einen Schmetterling zufällig gesehen? Komm schon. Oh, hallo. Da sind noch mehr Panther. So viel weiter sollte ich jetzt nicht gehen. Ich schätze, der war schon in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade waren. Wir haben ihn nur übersehen. Ich weiß, wo das Ding ist. Ach, immer diese Skyrim-Steuerung. Farben wegnehmen, um blau besser sehen zu können. So. Hier ist nicht so viel, richtig? Deswegen müssen wir nach hier weitergehen. Metterling, wo bist du? Da! Hab dich! So, 15. So, dafür überspringen wir doch jetzt den letzten Wunsch, oder? Ich meine, so krass wie wir sind. Speichern. Wisst ihr was? Ich habe wieder mal vergessen, den Timer anzumachen. Das geben wir noch ab. Kann sein, dass die Folge ein bisschen kürzer wird. Da bist du ja. Und, hast du schon genügend gefunden? Oder willst du noch weiter suchen? Nein, habe ich. Ja, das ist großartig. Danke dir, wirklich. Ohne dich hätte ich niemals so viele gefunden. Das hat doch wirklich Spaß gemacht, oder? Das hat so viel Spaß gemacht. Nicht das, was ich normalerweise tue, aber in jedem Fall interessant. Oh, das ist okay. Wir haben wirklich Besseres zu tun, ne? Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Ich werde die Gläser schnell heimbringen. Komm nachher wieder. Dunkel? Es wird dunkel? Warum wird's dunkel? Der letzte Wunsch wird was komplett abstrakt Weirdes sein. So, hey, lass uns doch einfach mal meinen Papa umbringen. Ah, da seid ihr ja wieder. Das mit den Schmetterlingen war wirklich toll. Wenn man euch beide beisammen sieht, könnte man fast meinen, ihr werdet Geschwister. Oh, oh. Von der Art her, meine ich. Ihr solltet darüber nachdenken, noch länger hier zu bleiben. Ich bin mir sicher, unser Dorf hätte Verwendung für jemanden mit euren Talenten. Aber genug davon. Lasst den Kleinen nicht warten. Ich glaube, er hat noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der hier ist so ein Magier, der die komplette Welt erschaffen hat. Das gibt's hier alles nicht. Das mit den Schmetterlingen. Das ist meine Prognose. Und da sitzt immer noch der kleine, krüppelige, verschrumpelte Junge in irgendeiner Wiege oder so. Oder kann sich kaum bewegen. Und der macht hier alles so, wow, guck mal, wie toll das Dorf ist. Ich schwör dir, genau so wird's sein. Wenn wir jetzt die letzte Quest gemacht haben, werden wir es nämlich sehen. Wo ist er? Wo ist er denn? Hä? Hätte ich gesagt, wir treffen uns zu Hause? Lässt er mich jetzt hier hängen, oder was? Wo ist der hin? Ach, da hinten soll er sein. Hallo. Was macht er denn da hinten? Okay. Geiler Ausblick. Wenn man das HUD ausblenden könnte, wäre es ein cooles Thumbnail. Da müsste man noch das, ne? Hier.
den Pfeil wegmachen, dann Thumbnail machen. Könnte ich mich noch selbst dazustellen, wenn ich denn cooler aussehen würde als so. Mit so einer Stammeskleidung. Naja, liebe Leute. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Folge ist. Ich denke aber, 15 Minuten haben wir hingekriegt. Beim nächsten Mal, also jetzt gleich bei mir direkt, jetzt im Anschluss, werde ich auf jeden Fall einen Timer stellen. Hoffentlich denke ich dran. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dieses Mysterium jetzt hoffentlich endlich geklärt bekommen, was es mit diesem Dorf auf sich hat. Irgendwas steckt da auf jeden Fall dahinter. Ansonsten bin ich ziemlich enttäuscht. Aber ich denke, da passiert schon noch irgendwas. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüssi.